Hallo und willkommen zurück zu Science of Vega. Wir schließen auf. Jetzt müssen wir gerade nicht rennen. It's funny the way they think they know a lot about me. I know more about them. This miserable guy wasted his long-ass life drinking. He never paid attention to his daughter's graces. No offense, but if he were still here and his daughter had vanished, it would take him weeks, if not months, to realize. Ja, das ist traurig, wenn es dann so wäre. Oh, okay. Ah, nett. Ah. Kann hier hoffentlich nicht runterfallen. Okay. Anyway, the house at the hill, that's our last stop. If we don't find any answers there, I don't know what to say. Na super. Na dann hoffe ich mal, dass wir sie finden. Im positiven Sinne. Und da ist es schon. I hope that I'm wrong. We find Lila alive in there. Just know that she means a lot to me. Just like she means a lot to you too. So one last time, let's hope for no bad surprises. Sag das auch noch. Okay. Ja, schauen wir mal. Wir gehen gleich zu dem Haus. Ich will nur mal eben gucken. Okay. Ich bin gespannt. Gleich wartet der Kult da auf uns. Geht's hier noch weiter? Nein, scheint nicht so. Was? Okay. Take a look what's there. You'll find me right at this spot when you return. Eine wunderschöne Drehung war das. Okay. Dann gucken wir mal rein. Mensch, was ist denn das mit den Türen hier? Ich hab ein bisschen Angst. Der liest wohl nicht so gerne auf Klo. Da ist noch eine Tür. Schauen wir uns erstmal so um. Bevor wir irgendwelche Türen öffnen. Falls wir sie überhaupt öffnen können, das weiß ich ja noch gar nicht. Was ist denn das? Okay. Die Tür, die sieht aber auch nicht mehr so fresh aus irgendwie. Da sollte man dringend was tun. Nun gut, wir gehen mal nach oben. Da ist Licht an.
brauche eine Schlüsselkarte. Ach du meine Güte. Schlüsselkarte. Okay. Können wir hier dann rein? Ach, Mensch, jetzt kenn das nochmal. Ja, können wir, aber hier ist keine Schlüsselkarte. Können wir auf das Dach? Hier ist nichts, ne? Ich weiß gar nicht genau, ob ich hier überhaupt drauf will. Wie sie da zappelt. Okay. Ist die Frage, was ich jetzt hier soll? Oder war das so nicht gedacht? Ich weiß es nicht. Schön vorsichtig. Ich komme ja auf jeden Fall nirgends rein. Oder kann irgendetwas drehen oder so. Ich finde diesen Ausgang hier sehr merkwürdig, ehrlich gesagt. Aber hat das Sinn? Und was leuchtet da? Okay, hä? Aber keine Ahnung. Wo ist denn hier eine Schlüsselkarte? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die einfach so hier auf dem Dach rumfliegt. Aber ich habe gedacht, vielleicht könnte man dann auch von hier aus... hier irgendwo rein oder so. Das habe ich jetzt so eher vermutet. Vielleicht in der Regenrinne? Ich weiß es nicht. Okay. Aber ich muss jetzt sowieso runterspringen, weil da komme ich nicht mehr hoch. Aber ich habe jetzt nichts übersehen, ne? Oh. Ach nein. Ach nein, wie doof. Kann ich hier rauf? Das ist ja. Okay. Hier komme ich gar nicht lang. Oh, pass auf, jetzt bin ich hier gefangen. Kann ich das ganze Spiel von vorne anfangen? Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Also, ich hoffe nicht. Hier gehen so viele Wege lang. Erstaunlicherweise. Ich will nur mal eben gucken, ob ich auch wieder... Ah, ich komme hier noch gar nicht wieder zurück. Ih, der Schatten da eben. Das sah fies aus. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns doch hier einfach ein bisschen um. Das ist doch auch schön. Aber ich vermute mal, hier soll ich gar nicht hin. Ich sollte bestimmt da auf diesen Vorsprung rauf. Das hat jetzt nicht geklappt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich gucke mich hier jetzt um. Und ich hoffe, es gibt einen Weg zurück. Ich hoffe, es war überhaupt so gedacht. Aber irgendwie habe ich die Vermutung, dass das nicht so ist. Layla? Hello? Nein. Keine Layla.
Das finde ich aber jetzt doof. Ich glaube, hier kann ich nicht hin. Es ist so groß hier irgendwie. Nee, hier kann ich auch nicht hin. Ja, ich glaube. Ich weiß nicht. Wir gucken uns hier nochmal um. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe einfach den Sprung verkackt. Hallo? Na? Es werden immer weniger Bäume. Okay. Ich glaube, das war so nicht gedacht. Gut, ich versuche gleich noch mal einen Weg zum Haus zu finden, dass ich da irgendwie wieder reinkomme. Hier gibt's nicht mehr so viel. Huhu, Laila, bist du da? Ich kann aber ganz schön weit laufen, ne? Dafür, dass hier nicht mehr so viel ist. Also das Spiel sagt nicht. Ah, hier geht's nicht weiter. Ja, aber spätestens jetzt laufe ich nicht mehr weiter. Okay. Dann laufen wir mal wieder zurück. Und ich hoffe, ich komme da irgendwie wieder rein. So. Da sind wir wieder vor dem Haus. Ja, ich habe mich hier eben auch nochmal umgeschaut. Also selbst wenn ich es geschafft hätte, hier hinten bei Baum durchzukommen, hier ist ein Zaun. Ich denke, ja, ist absolut falsch gewesen. Da gibt es kein Durchkommen. Nun gut, okay, dann ist jetzt trotzdem die Frage. Ja, mach die mal auf. Hier haben wir uns jetzt ja schon umgeschaut. Muss ich denn überhaupt hier lang oder ist das so nicht gedacht? Ich probiere mich jetzt einfach aus. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich kenne das Spiel nicht. So, warte. Wo war denn das? Hier ist das Vordach. Ich weiß auch noch nicht. Moment. Ja, danke. Wie ich das Ganze schnibbeln werde. Und hier kommt man gar nicht weiter. Okay, gut, dann weiß ich das auch. Naja, wenn die Tür da aufgeht, probiert man sich natürlich aus. Ne, so ist das. Aber hier geht's auch nicht weiter. Nun gut. Also, Sprung nicht vergeigt ist einfach überhaupt nicht relevant, hier runter zu springen. Und absolut nicht notwendig. Okay, gut. Dann werde ich das Spiel wohl nochmal starten müssen. Weil hier komme ich dann auch nicht mehr hoch. Springen kann ich nicht. Alles klar. Bis gleich. Ich schaff das. So. Wieder an Ort und Stelle. Ja. Take a look what's there. You'll find me right at this spot when you return. Ja, genau. So, dann gehen wir noch mal rein. Also, Tür. Blöde Idee. Aua, Mensch. Und aufs Dach braucht man auch nicht. Das, ja, ist absolut unnötig. Gut, macht ja nichts. Wusste ich ja nicht. Jetzt ist nur die Frage. Kann ich auch nirgendwo ran, ne? Wo finde ich denn diese
Diese Karte. Wir gucken uns noch mal um. Ansonsten werde ich noch mal rausgehen. Und gucken, ob Logan mir dann helfen kann. Au. Aber hier ist nichts. Was soll das eigentlich sein? Ist das ein Wäschetrockner? So mitten im Flur? Ich brauche die Schlüsselkarte. Ja. Okay, nun gut. Dann weiß ich nicht. Ach. Halt, warte, warte. Wieso hast du die eigentlich? Ist das die Schlüsselkarte? Oder was soll das sein? Das ist die Schlüsselkarte. Ist nur die Frage, wieso hat er sie mir denn nicht gleich gegeben, wenn er sie sowieso in der Tasche hat? Hier ist ein Text. Heute habe ich dank Lailas Hilfe zwei weitere Jugendliche rekrutiert. Es war schlau von mir, sie gleich in Science of Vega einzubinden. Kenny wird das schon bald herausfinden. Ich würde dann gerne sein Gesicht sehen. Dank unseres Meisters Vega haben wir Gehirnwäsche und Telekinesekräfte. Wir teleportieren unsere Opfer ins All und lassen die Kinder sie vergessen. Niemand kann uns noch aufhalten, nicht mal Kenny. Wir werden uns nicht auf diese Stadt beschränken, unsere Truppen bald über die ganze Erde verteilen. Nach Vegas Ansicht soll jede Seele leben, bis sie ein mittleres Alter erreicht, aber ihre Kinder sollen davon nicht negativ beeinflusst werden. Deshalb sollte die Zivilisation der Erde ganz neu beginnen. Für das Wohl der Menschheit. Die Obrigkeiten werden fallen. Vegas heiliges Licht möge die jungen Seelen aufsteigen lassen. Ich habe so das dumme Gefühl, dass wir in eine Falle gelockt wurden. Aha. Und ich glaube, da liege ich gar nicht so falsch. Found what you were looking for? It seems that way. I wanted you to understand, though, this journey, and I waited for so long, Kenny. I never said I wanted to be God's disciple. I'll never be the one to blindly follow. Today, you've turned 40 and have seen and done some nasty things in your whole life. You're old and tired. And you should no longer taste that joy. What happens now is your choice. You either let us sacrifice your soul to Vega or join Scions of Vega by first praying to him. Take your time. Making your decision. Och, nein. Ist das jetzt ehrlich? Opfere dich, tritt dem Kult bei, töte Logan. Super, klasse. Das ist total toll. Könnte ich bitte noch weitere Optionen haben? Sowas wie reden, verhandeln, wegrennen. Ich weiß es nicht. Was ist das? Ich will das nicht entscheiden. Ach Mann. Aber deswegen auch sein ganzes Geschwafel. Jetzt macht so das eine oder andere auch Sinn. Ich muss ganz ehrlich sagen, so manchmal habe ich sein Gequatsche gar nicht so richtig. Ja, auch das mit dem Alter, ne? Dass es ja gut ist, früh zu sterben und sowas alles. Ja. Weiß nicht, habe ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen können, ehrlich gesagt. Aber so macht es natürlich auch Sinn.
Ja, toll, was mache ich jetzt? Tritt dem Kult bei. Ich will dir nicht beitreten. Alter, mein Logan ist sein Bruder. Naja, ich meine, es ist ihm ja auch völlig wurscht. Aber... Ich glaube, Layla stand da eben auch, ne? Da stand auf jeden Fall eben noch jemand anderes. Ich weiß nicht, ist sie denn... Ist sie mit drinne in dem Kult? Hat er sie damit rein... Ja, er wird sie ja wohl mit reingezogen haben. Sie scheint ja irgendwie mitgewirkt zu haben. Opfere dich. Wenn ich mich opfere, bin ich tot. Muss ich den Scheißwings nicht mehr mitkriegen. Ach, ich mag ja solche Entscheidungen nicht. Vor allem, wenn, ja, dass solche Entscheidungen sind, die... Egal, für was ich mich entscheide, es ist alles doof. aber wir werden sowieso... Wir werden auf jeden Fall alles einmal durchspielen. Das ist ja schnell durchgespielt, das ist ja kein Ding. Es ist halt auch die Frage, ist Logan, ist damit der Spuk dann vorbei, wenn ich jetzt den nehmen würde? Oder kommt dann Vega und holt mich und ich könnte mich direkt opfern? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich kenne das Spiel nicht. Okay, wir spielen ja sowieso alle durch. Ich mach's jetzt mal so. A, W, D und S. Au. Layla umarmte ihren Vater. Tut mir so leid, Paps. Logan hat uns alle benutzt, aber dank dir sind wir ihn los. Ich hoffe, er findet Frieden, wo er jetzt ist. Ich verspreche dir, ich laufe nicht mehr weg. Kein Kult mehr, keine Spielchen mehr und alles Gute. Toll. Und das war's. Okay. Ja, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr an welcher Stelle, da hatte ich schon mal irgendwie gedacht, irgendwie ist das alles so ein bisschen merkwürdig, was er da quatscht. Also ich habe ja auch schon gesagt, so manche Sachen ergeben jetzt auch wirklich Sinn. Aber gut, okay. Da hat er uns in das Licht geführt. Und ich weiß nicht, inwiefern Layla da noch mit drinne war. Offensichtlich, ich weiß nicht, tut's ihr leid? Keine Ahnung. Kann ich nicht so sagen. Nun gut, dann werden wir auf jeden Fall die anderen Entscheidungen noch spielen und die werde ich jetzt im Anschluss noch dranhängen. Bis gleich. Okay, gut. Das ist jetzt die nächste Entscheidung, die man treffen könnte. Wir nehmen jetzt mal dem Kult beitreten. Lux cultum vega. Nullo dan filia mea dum vivet. Rubrum saurium ineptias satis escari. Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Okay. Und damit ist Kenny jetzt dem Kult beigetreten. Wunderbar. Eine Entscheidung ist noch offen. Und die kommt dann hier im Anschluss natürlich. Und das war die letzte Entscheidung, die man hätte treffen können. Und damit ist das Spiel jetzt auch endgültig vorbei. Genauso wie dieses Let's Play. Im Großen und Ganzen, das Spiel selber war mal wieder sehr schön gemacht. Die Musik, die Kulisse hat mir sehr gut gefallen. Die Story an und für sich auch. Nur ich hätte mir bei den Entscheidungen irgendwie ein anderes Ende gewünscht. Also, ja, das beste Ende ist jetzt eigentlich, gegen Logan quasi zu kämpfen oder ihn, ja, halt zu töten. Weiß ich nicht, ich hätte es irgendwie toll gefunden, wenn man ihn hätte bekehren können oder sowas.
wenn man halt alle gerettet hätte. Aber nun gut, okay, das ging halt nicht. Das ist dann so und ja, wie gesagt, hier ist dann auch schon Schluss und ich bin gespannt, was als nächstes von dem Entwickler zu sehen sein wird. Und ich werde es dann, ja, wird da bestimmt auch meinen Senf zu geben in Form von Let's Play. Okay, alles klar. Ich danke fürs Zusehen, ich danke für die Unterstützung und wenn man mag, darf man beim nächsten Mal, egal wo, gerne wieder einschalten. Tschüss.